herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.4 im Wald mit dem Jürgen. Jürgen! Ja? Zieh die mal weiter her, du musst so weit fahren. Kann ich machen. Danke. Schmeiß mal einfach auf die Seite. Können wir später abholen. So, die Ladung ist gedacht dann für den Holzhäcksler. Dass der auch sein Futter bekommt. Nächste Woche haben wir den Wald ja noch in Pacht. Und den haben wir dann noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit, im Sägewerk nochmal Nachschub einzuladen. Geklappt. Nicht schon wieder. Du? Darf ich eigentlich die Bäume, die geschnitten sind, behalten? Auch wenn die Pacht ausläuft? Ja, kannst du ruhig. Dann fäll mal alle. Muss sich ja lohnen. Achtet außer dir sonst eh keiner im Wald. Ja, was wollen die auch damit? Deswegen. Waren ja alle zu doof, in Forstwirtschaft zu investieren. Aber wie läuft es denn sonst so mit dem Verkauf der Produktion? Ging da was voran? Die Blaubeeren haben jetzt nochmal was geholt. Ja, das hatten sie mir gesagt. Sonst kauft keiner was, ne. Die wirtschaften alle falsch. Ich bin am Überlegen, auch noch zwei zu kaufen. Was denn? Erasco und Gemüsehaus. Oh. Hast ja aber dann einiges zu tun, oder? Ja.
Muss zwar einen Kredit von einer Million fast nehmen, aber. Kriegst du so viel? Ich habe einen Kredit von 500.000 knapp abbezahlt, schon innerhalb von ein paar Wochen. Okay, das spricht natürlich für dich. Ja, ich muss auch mal gucken. Ich habe auch noch eine halbe Mille offen, glaube ich. Irgendwo. Ne, 600.000 habe ich noch. Anhänger kannst du gleich ruhig mit dem Eicher wegbringen. Hast du gehört? Nee, ich habe nur gehört, dass du irgendeinen Witz gemacht hast. Da war kein Witz. Aber was ist denn los hier? Doch schön. In alten Dingen. Holz wegbringen. Ja, aber der soll vorne nicht abheben. Oh. Passt. Säcke Zement. Da passt das schon. Irgendwie. Tja. Das war wieder so klar. Zweite Stämmische fällt immer runter. Kommst ja gar nicht hinterher mit dem Einsammeln. Ja, ist auch viel mehr Arbeit, wie nur draufsitzen, abschneiden und sägen lassen. Aber warum mietest du dir nicht einen Radlader dafür? Ach, gib mir Geld, Kollege. Radlader mieten kostet doch nicht viel. Ja, ich will aber nicht immer mieten, ey. Weißt du, was es ins Geld geht? Ja, einmal mieten, den kompletten Wald abroden und gut ist. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht auf die Polder ein bisschen Holz drauflege diesmal. Weil die Produktionen fassen auch nicht so viel. Ja, dass du ein bisschen was auf Vorrat hast. Jo. Besser wäre eher, wenn es ein Drei-Mann-Job wäre, weißt du? Ja. Zwei verladen, einer Harvester. Aber du, Mann, du weißt noch was anderes. Ja. Ich habe gesehen, dass bei dir gar kein Kamerateam mehr dabei sitzt. Was ist denn da los? Ja. Haben die zu ja. schlecht gezahlt oder was? Kann man so sagen, ja, ja. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Doch, doch, bald kommt wieder neues Kamerateam. Mhm. Ja. Und dann bisschen besser hier. Okay. Noch ein bisschen rum. Okay, okay. Ja, meins zahlt ziemlich gut. Bei mir ist alles gut. Mhm. Hab ich gesehen. Ah, so schlecht läuft bei mir auch nicht, nur momentan die Zeit. Ja.
Also. Ja, die stehen dann immer im Weg rum, das nervt dann schon irgendwann. Ja, ja. Aber guck mal, da hat er wieder was vergessen, ey. Muss die Messer noch mal schärfen bei dem Ding, wa? Ja, guck mal auf die Leistung. Muss der mal zum Service? Ah, geht noch. Wie viel hat er denn? 11,1. Oh ja. Aber ganz mal langsam machen. Jo. Wenn dir langweilig ist, kannst du noch ein Ding holen. Ein Mulcher, der steht bei mir am Hof. Ein Eicher oder was? Ja, ich soll mit dem Eicher die Stämme wegfahren. Du bist ein Held. Ja. Schafft der. Ja, mit 5 km/h. Nix 5 km/h. Oh, das Ding ist PS in Person. Okay, sorry, 3. Und eine 0 hinten dran. Ah ja. Im Leerlauf vielleicht, berg runter, hinter einem LKW. Aber ich gebe dir halt dann den Johnny, kannst du mit dem denn die Ding holen. Ist mir auch egal. Aber ich brauche halt noch eine Weile. Ah, alles gut. Kannst du abstellen. Ey, stell ab. Brauchst nicht mehr machen. Ja, ja, Folge Varuna, hallo. Hallo, Stefan Müller hier. Ist der Racex rein zufällig in der Nähe? Ja, Jürgen hier für dich. Hallo. Hi, ich bin Stefan Müller. Ja, nicht der Jürgen. Hätten Sie gerade eventuell Zeit? Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht, also nein. Nein, ich meine damit mit Tieflader und was? Oh, wer hat jetzt schon wieder einen Unfall gebaut? Umsonst rufe ich nicht an. Wo? Anfällt 54 in der Kurve bei Wald 9. Was denn? Moment, muss kurz mal hier die Map öffnen. Ja, ich komm vorbei. Wäre schnell. Bring dich. Mhm. Tempo gebe ich an. Tschüssi. Ciao. So schnell geht ja sowieso nicht mit dem Eicher. 5 Minuten habe ich noch. Hä? Willst du einen Kaffee? Wenn du einen hast, gerne. Ich muss. Warte. Kannst du mal noch ein bisschen mehr essen, dann hebt der nicht so weit ab. Ja, hier. Danke. Gleich. Ah, die bauen eh ständig einen Unfall. Von was dem machen her. Die denn? Sind die zu doof zum Fahren oder was? Ich weiß es auch nicht. Ah, jede Woche einmal abschleppen. Ja, verdienst gut dran, oder?
Jetzt verstehe ich das auch mit dem Kredit zurückzahlen. Ja. Ja. Gut ist, die müssen meistens noch geborgen werden. Ja, da kriegst du Stunden zusammen. Ja, und das kostet halt noch mal ein bisschen mehr. Ja, ich krieg das Rad ab, Alter. Hallo? Ich müsste den doch bitte abbestellen. Ja, für ja, Anfahrtsgebühr 200 Euro. Du, danke, tschö. Ja, machst du schon richtig. Ja, hallo? Irgendwo von irgendwas muss ich ja auch leben, ne? Wenn die hier immer anrufen aus Spaß, dafür kann ich ja nichts. Nö. Warst ja schon fast auf dem Weg, ne? Ja, fast. Kaffee war ja halb leer. Sei froh, dass du nicht direkt losgefahren bist. Ja, dann wär's 500 bestimmt gewesen schon. Mit dem Eicher, dann wäre ich stundenlang unterwegs schon gewesen. Ja, siehst du? Deshalb kauft man sich so einen Scheiß nicht. Na? So ein schönes Grad Teil. Gerade deswegen kauft man sich das. Außerdem, ach, dass es mehr kostet. Gewonnen. Außerdem habe ich das hier gewonnen. Gewonnen? Ach, ja. Beim Pferderennen, gell? Ja. Nee. Doch. Stop. Ah ja. Ah, das wären wieder schöne Steuern. Ich hätte 200 Euro nur eingenommen. Muss ja auch so geringe Summen überhaupt was zahlen? Nee, das rechnet der dann beim nächsten Mal bei größeren Summen ein bisschen mit ein. Okay. Aber was hast du denn hier für ein Chaos gemacht, ey? Was denn? Ist doch tipptopp. Ja, ja. Ein Radlader mieten hier oder was? Radlader kaufen wäre mal ganz gut, ne? Gibst du mir Geld? Was kostet so ein Ding? 200.000 mit Schau, mit Dings hier? Ja. Aber ich hätte ja auch einen Telelader, ne? Ah, die heben immer schnell ab, die Dings. Ja? Ja, ja. Ich hab ja auch einen. Klaas. Die heben ganz schön schnell ab, wenn du die ausfährst auf einmal. Und dann vorne Holz drauf hast. Heieiei. Heilt ab, doch. Der will nicht. Dann muss ich nochmal umgreifen. Fast voll, wa? Ja, fast. Können wir bald mit dem Eicher losfahren? Fast ist nicht ganz, ne? So, aber wir machen mal kurz Pause. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.